Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play The Sims 4 vom Tellerwäscher zum Millionär mit unserer Andrea. Und wie ihr sehen könnt, wir haben zwar Silvester, aber es geht schon wieder chaotisch zu bei uns. Am Silvester hat man uns mal wieder das Wasser abgestellt, dann ist das Waschbecken kaputt und Andrea macht nicht das, was ich ihr sage. Bitte schön, setz dich dahin. So, und ja, was machen wir denn da? Du kannst derweile mal ausräumen und Wäsche legen. Ja gut, ich habe dich jetzt zum Hinsetzen geschickt, aber okay. Ja, was machen wir jetzt hier? Andrea, du kannst gleich mal noch deine Kristalle abernten. Willi, bist du fertig mit Essen? Ja, ist er. Dann darfst du hier mal reparieren. Es geht schon wieder gut los hier bei uns. Ne? Aber das kennt man ja nie anders. So, und Andrea muss ja an ihrem Bestreben auch noch arbeiten hier. Hä? Ich will ja Kristallkünstlerin. Und zwar brauchen wir noch Level 10 der Edelsteinkunde. So, und da will ich sie jetzt mal hier oben reinschicken. Und zwar Edelstein schleifen. Da machen wir jetzt mal einen Smaragdschliff und was können wir denn da nehmen? Den Jadestein. Okay, mach mal. So, Willi hast du repariert. Dann darfst du hier mal wie verrückt auffischen. So, was ich jetzt hier gerade gesehen habe, ne? War das jetzt hier im Inventar oder wo war denn das? Ne, hier beim Bestreben. Seelenreise. Bucketlist von Willi. Also wir haben hier noch gar nichts gemacht. Gut, das könnte man vielleicht machen. Ich weiß es nicht. Aber da gucken wir mal. So, und Willi, das Ding hier ist auch kaputt. Das kannst du auch gleich mal reparieren. Und Andrea? Oh Gott, die hat ja noch Fähigkeiten. Edelsteinkunde. Ja, wir haben noch über die Hälfte zu machen. Oh Gott. Das wird heftig. Konzentriert ist sie auch nie, sie ist inspiriert. Willi, du könntest mal an der Robotikwerkbank basteln. So, bitteschön, mach das mal. Vielleicht reicht das ja auch zu. Oh, es ist jetzt Silvester, ja, kann man auch noch machen. Feiern wir bestimmt auch noch. Aber ich will sie erstmal hier so ein Stückchen vorwärts bringen. Was? Ravenwood Familientreffen. Wollen wir da mal hingehen? Was ist denn das? Freigiebige Gespenster, Krähenentdeckung. Trau dich, interagiere mit diesen charmanten Krähen und sprich mit den Krähenpflegenden, um ihre Geheimnisse zu enthüllen. Jetzt wird's ulkig. Ich suche nach dem legendären Totenfrosch, der sich irgendwo im zentralen Brunnen versteckt. Gewinne den Wettbewerb und hol dir deinen Preis. Erbschaftsanwalt konsultieren. Hast du dir je Gedanken über deine Zukunftsplanung gemacht? Unser freundlicher Erbschaftsanwalt steht dir mit wertvollen Ratschlägen zur Seite. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Komm, wir nehmen den Willi mit. So, komm mal hier. Wir wollen das jetzt sehen. Ja, ich meine mal, das würden wir wahrscheinlich auch im Leben und Tod Let's Play sehen, aber wenn es jetzt einmal hier stattfindet, können wir es ja auch gleich mal hier uns angucken. So, mal sehen, wie lange wir jetzt hier wieder hinreisen. Oh, wir sind da. Mal gucken mal, was da passiert. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nicht gespielt. Ne? Also wenn ich mich wieder ein bisschen doof anstellen sollte, dann seht es mir bitte nach. So, wo ist denn jetzt? Du wirst Willi dort treffen. Ja, schön, und? Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Was ist denn das hier? Das sind alles normale Schmetterlinge. Jetzt mal, ne? So. Ja gut, wir gucken einfach mal, ob wir hier irgendwo was finden können. Was ist denn hier? Geht mal hierher. Zusammen hier hingehen. Genau, das machen wir jetzt. Und dann haben wir hier so einen wunderschönen Brunnen. Wow, cool.
Und hier sitzt derjenige, den man hier für ein Testament braucht, oder was? Was ist denn das hier? Du dich mal. Moment mal, wir wollen doch uns freundlich vorstellen. Mach mal, Andrea. Willi darf das gerne auch. So, und dann darf Andrea mal nach schmeicheln, dann den Erbschaftsanwalt nach Beerdigung fragen. Machen wir mal, was ist? All Gott, wir sind noch jung und ja, wir haben noch unser Leben vor uns, aber wir können ja mal dumm fragen. Ne? So. Und? Krähe Geschenk geben. Wo mache ich denn das? Krähen Geschenk geben? Wo hast du, wo haben wir denn hier eine Krähe? Haben wir hier irgendwo eine Krähe? Das müssen wir uns angucken. So, jetzt müssen wir mal nach Fröschen suchen. Machen wir einfach mal. Willi, du kannst das auch machen, nach Fröschen suchen. So, mach mal. Vielleicht haben wir ja Glück, hä? Sims können an einer Vielzahl von kleinen und großen Zeremonien teilnehmen, um verstorbenen Sims auf Beerdigung Respekt zu zollen. Beerdigungen können durch bestimmte Aktionen angepasst werden, um den vielfältigen letzten Wünschen gerecht zu werden. So kannst du die individuelle Persönlichkeit eines jeden Sims selbst noch im Tode unterstreichen. Okay. Hat im Brunnen einen Frosch gefunden. Leider handelte es sich dabei nicht um den sagenumwobenen Totenfrosch. Dann suchst du nochmal. Geht das nicht? Nee, kann man nicht mehr machen. Okay, und? Hat Willi? Nee, hat er auch nicht. So, die Krähe wollte sie füttern, oder was wollte die hier machen? Ein Geschenk geben. Hier ist eine Krähe. Geschenke. Geschenk geben. Mach mal. Was frisst denn eine Krähe? Eigentlich Körner oder so? Ne, haben wir aber bestimmt nicht. Naja, was geben wir der denn? Eine schwarze Bohne, mach mal. Was ist das hier? Krähenpfleger. Wow. Hallo von der anderen Seite, du kennst mich nicht, weshalb das hier wohl überraschend kommt, aber dir steht eine Erbschaft bevor. Von mir. Warum? Sagen wir einfach, es ist besser für uns beide, wenn du das nicht erfährst. Kurz gesagt, das Geld muss irgendwo hin, und zwar schnell. Ich habe gehört, du bist ein guter, aufrechter Sim. Also habe ich beschlossen, dir einen Teil meiner schwer verdienten Simoleons zu vermachen. Und jetzt hör mir gut zu. Es gehört zum Leben dazu, Pläne für den eigenen Tod zu machen. Also verfasse ein Testament, sobald du entschieden hast, wer deine Simoleons, deine wertvollen Erbstücke und deine Kinder bekommen soll. Meins habe ich am Computer geschrieben, aber du kannst dir auch von einem Erbschaftsanwalt helfen lassen. Und noch ein guter Rat zum Schluss: Mache es anders als ich und triff gute Entscheidungen im Leben. Geschenktes Geld, her damit. Nein, danke, das klingt zwielichtig. Was machen wir denn jetzt? Ach, ich probiere einfach mal das. Mal sehen, was da passiert. Plus 4000, das hat sich doch mal gelohnt. Da kann man doch nicht meckern. So. Frösche im Brunnen finden. Ja, ich kann ja keinen mehr suchen. Schade, hätte ich mal später machen sollen. So, was haben wir denn hier hinten? Was ist denn das? Hä? Freundlich vorstellen? Was ist das hier? Läuterung suchen, um Trost bringen mit Gespenst. Ach so, Gespenst ist gerade beschäftigt. Bist du beschäftigt? Ja. Na sowas. Und das hier? Das ist auch beschäftigt. Das ist aber ein bisschen schlecht, ne? Okay, dann gucken wir mal. Können wir denn hier woanders auch noch irgendwas suchen und finden? Ja, hier hinten kannst du noch ein bisschen ausbuddeln, Andrea. Hier hinten kann man auch Frösche suchen. Was machst du denn mit dem Willi? Was will denn der machen eigentlich? Joggen gehen, ein Geschenk geben. Kannst du der Krähe auch was geben? Ist die noch hier? Nö. Die Krähe ist weg. Oh, schlecht. Wo ist die Krähe hin?
Die Gespenster sind hier alle beschäftigt, das ist aber nicht gut. So, hallo Krähe, wo bist denn du? Jetzt kommt sie wieder. Willi, Geschenk geben. Bitteschön, mach mal. Was haben wir denn? Oh Gott, der hat ja gar nichts. Gib mal den gepunkteten Erdfrosch. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber gut, wir machen das einfach. So. Ja, der Markt von Finchwick interessiert mich jetzt gerade überhaupt kein bisschen. Hier, mach mal. Ein Mondstein hat sie gefunden. Was passiert jetzt, wenn Willi sich mit dem Geist unterhält? Eigentlich wollte ich ja... Andrea, kannst du? Jetzt ist schon wieder einer hier, der... Oh, hier, Andrea. Mach mal, red mal mit dem Geist. Mila Munich, was willst du von mir? Okay, schön. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Und da kannst du... der ist schon wieder beschäftigt. Andrea, wo bist denn du? Komm. Komm herzu. So. Oh, die ist schon wieder müde. Kann ja gar nicht sein. So, und du, Willi? Du kannst auch noch nicht mit ihm reden. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Hier ist noch einer, Willi. Hier, komm, mit dem kannst du doch plaudern. So. Ach Mensch, nicht abhauen. Hier, weiterreden. Komm. Geht nicht. Okay. Und mit dem? Oh nee. So ein Mist. Ich werde dich mit einem Haufen Infos überschütten, also schnall dich an. Die kleinen blauen Gespenster existieren nur aus einem Grund. Sie erwecken die Lebensgeister. Nicht wie ein Totenbeschwörer versteht sich, sondern im übertragenen Sinne. Das Reden liegt uns zwar nicht, das Zuhören dafür umso mehr. Wenn du jetzt traurig bist, sprich einfach mit einem Gespenst. Ich weiß zwar nicht mehr viel von meinem Leben als Sim, aber zwei Dinge werde ich nie vergessen. Meinen Clown-Abschluss und meine Mission im Leben. Nun ja, oder eher im Jenseits. Okay. Edith, das kleine Mädchen beim Brunnen der Sehnsucht und der Reue. Es ist, als würde ich sie schon ewig kennen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir an einem Punkt unserer Seelenreisen einst beste Freunde waren. Schön. Na gut, ihr Lieben. Wie sieht es denn aus? Ein bisschen Hunger hätten sie ja auch, ne? Könnten sie ja eigentlich mal was essen. Was gibt's denn hier? Chili. Zusammen ein Gericht nehmen. Komm, wir nehmen mal was. Und wer ist jetzt hier das? Wow, geheimnisvoller Händler. Da müssen wir uns auch mal ganz bezaubernd vorstellen. Das machen wir jetzt. Ich bin mal gespannt, was das dann wird. Jetzt setzt die sich da hin. Ne? Die soll doch mit dem Typen reden hier. Komm, geh mal hin. Mhm. Haben wir uns das vorgestellt, ja? Freundlich, Smalltalk, kennenlernen. Ja. Wir müssen jetzt sehen, dass wir noch wieder zurück nach Hause kommen. Ne? Also wir wollen ja noch die Silvesterparty wenigstens kriege ich hier jetzt nicht Freundliches mehr? Doch, Smalltalk? Nach Lieblingsfarbe fragen. Okay, so. Gut. Und dann reisen wir halt nach Hause, ne? Ist doch wohl das Beste, was wir jetzt hier machen können. Hm, mag die Farbe schwarz? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und pink? Naja. Okay. Ihr Lieben, wir reisen zurück. Wir wollen ja noch ein bisschen Silvester feiern. Also ich wollte das jetzt hier mal ausprobieren, was in Ravenwood so los ist.
Und das geht ja auf jeden Fall dann im anderen Let's Play auch noch mal weiter. Da gucken wir uns das alles an. Oh, warum ist denn der jetzt wütend, der Willi? Das geht mal gar nicht. Also, ne? Das müssen wir ändern. So, Hygiene. Andrea stinkt. Und wir können wahrscheinlich wieder nicht duschen. Doch, geht. Okay, geh mal duschen. Willi, du kannst zur Toilette. Partystimmung, ja, das machen wir auch noch. Oh Gott, die ist ja schwer müde. Oh, das wird schlecht. Dann kannst du hier mal das verdorbene Essen aussortieren. Oh Gott, die Arme ist ja so müde. Dann auch nochmal auf zur Toilette oder mach das zuerst und dann erst ausräumen. Ist vielleicht besser, dass man die Zähne mal ins Bad rennen müssen. So, Willi. Was willst du? Sicherheitsalarm der Landgrabstrom. Aufgrund von Eichhörnchen müssen wir die Stromversorgung sichern. Bist du doof oder was? Ich bin vorbereitet? Nö, bin ich nicht. Eieiei. Ich bin gar nicht vorbereitet. Jetzt können wir gar nichts mehr machen. Super, jetzt habe ich das wieder angeklickt, ich Blödmann. Ei Gott, ei Gott, ei Gott. Jetzt können wir ja auch noch nicht einmal Fernsehen gucken. Bin ich denn. Oh nein. Bin ich denn bekloppt? Das kann es doch nicht sein, oder? Ja, naja, dann ist es schlecht mit Fernsehen, ne? Dann Geldverbrennung, oh nee, das ist ja der, das ist nicht der Fernseher. Kanal schauen, geht ja gar nicht. Ha. Oder auch nee. Das wird eine bescheuerte Silvesterparty, das muss ich jetzt mal so sagen. So. Naja, Sensenmann, okay, Sensenmann, was wissen? Hast du schon mal über eine Karriere im Erntegeschäft nachgedacht? Dort kann man mordsmäßig viel verdienen, das kann ich mir vorstellen. Wer braucht einen todlangweiligen Job, wenn das jenseitige Amt für Todesangelegenheiten ein stabiles System an Quoten und Belohnung bietet, damit du jederzeit über dein eigenes Schicksal bestimmen kannst? Jetzt bist du dran, schnapp dir eine Sense und probier's mal aus. Nee, das machen wir jetzt hier nie. Wir wollten einen Vorsatz fassen. Was machen wir denn? Bestreben, Meilenstein abschließen. Auch innerhalb von 7 Tagen. Eine Fähigkeit verbessern. Wo, das kriegen wir hin. Und Andrea, die ist schweinemüde. Ja, was machen wir denn? Vorsatz fassen. Ja. Machen wir so. So. Naja, also wir können. Willi, nee, nein, nein, Willi. Willi will ich haben. Willi ist fürchterlich wütend, irgendwie habe ich das Gefühl. Kann man noch ein bisschen. Was können wir denn hier machen? Kennenlernen brauchen wir uns ja eigentlich nicht mehr. Wir kennen uns ja schon. Silvesterstimmung teilen. Und Andrea muss auch noch die Silvesterstimmung irgendwie teilen. Wo haben wir sie denn? Ja. Ja. Und da er so fürchterlich wütend ist, ich weiß zwar nicht weswegen, umarmen sie mal. Dann kannst du auch noch mal mit Hörnern treten, dass wir ein bisschen Silvesterstimmung haben. Leider geht das ja so sonst nicht. Können wir auch noch einen Toast ausbringen? Sollen wir mal gucken, ob wir einen Toast ausbringen können. Steht hier nicht. Steht hier nicht. Ja, jetzt steht's da, okay? Und sie müsste das eigentlich auch können. So. Ja, wir haben uns jetzt selber eins gemacht. Wir können hier nichts angucken. Kein Silvester-TV oder sonst irgendwas. Ah ja.
Wahnsinn! Dann machen wir es einfach so. Lass mal halt ins Bett gehen. Was willst du machen? Ne? So, dann machen wir Romantik. So. Sanft den Hals küssen. Wange küssen. Küssen. Und Moment. Ihr wisst schon, was ich wieder suche, ne? Tankubu, Tankubu, King Kayamel. Geht nicht mehr? Warum nicht? Ist der zu wütend oder was? Kommt mal her. Wir probieren das jetzt hier. Geht nicht. Okay. Ja. Andrea, kannst du das eventuell? Ach, die ist so schweinemüde, deswegen geht das nicht. Okay, da geht sie schlafen. Ja, ist so. Dann ist eben nicht mit Techtelmechtel. Ihr habt das geahnt, was ich will, ne? Ja, okay. Naja, ihr Lieben, da hätten wir jetzt das erstmal. Mit der Silvesterparty gemacht und wir haben uns Ravenwood angeschaut, also dieses Familientreffen. Ich frage mich, warum die Frau nicht schlafen geht, wenn die müde ist. Geh schlafen. Ihr wechselt die Seiten, wie andere die Hemden oder so ähnlich. Naja. Okay, meine Lieben, ich würde mal sagen, jetzt haben wir Frühling. War erfolgreich, ne? Ist doch schön. Ist doch schön. Es schneit zwar noch, obwohl wir Frühling haben, aber gut, das kann ja noch passieren. Ne? Da ist es, das ist ja möglich. Ja, da würde ich sagen, Willi ist schon wieder ausgeschlafen. Dürfen wir uns jetzt wieder duschen und sowas und zur Toilette gehen? Dann mach das mal. Dann kannst du auch dir die Zähne noch putzen. Und dich mal wieder ein bisschen rasieren, wenn das geht. Ja. So. Mach dich ein bisschen schick. Ja, Frühling und es schneit wie aus. Naja. Naja, muss man nicht hinterfragen, ne? So, die Andrea, die schläft noch. Dann darf die hier aber dann mal leicht staubsaugen. Dreckige Wohnung oder Haus wollen wir nicht haben. Ja, jetzt haben wir Frühling. Streichetag? War kein Streichetag. Naja, das machen wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Sehr konzentriert, auch wenn du jetzt Hunger hast. Gut, wir machen das hier mal fertig. Zum Erbstück machen. Okay, mach das mal zum Erbstück. Nee, das Ding? Nee. Naja, egal. Ich wollte eigentlich das zum Erbstück machen, aber... So. Dann kommt das mal bitte auf die Kristalltafel. Andrea hat ein Erbstück zugewiesen. Dieses Objekt bedeutet dir offenbar sehr viel, also behalte es gut im Auge und halte es in Ehren. Eines Tages möchte Andrea vielleicht ein Erbstück weitergeben, auf das es allen nachfolgenden Generationen Freude bereitet. Wenn Andrea ihr Erbstück nach ihrem Tod weitergeben will, können die Erben in ihrem Testament festgelegt werden, welches über einen Computer oder durch einen Anwalt für Erbrecht aufgesetzt werden kann. Okay. Gut. Dann hätten wir das. Ihr Lieben, es soll an dieser Stelle erstmal gewesen sein, obwohl sie ist sehr konzentriert. Aber das können wir auch beim nächsten Mal machen. Ne? So, ich danke euch natürlich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr sagt, was wir heute hier erlebt haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also bis dahin, lasst es euch gut gehen. Habt alle einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und ja, dann sehen wir uns heute und wollt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.